Ja, dann müssen wir jetzt wohl zurück zu Fulda. Mal gucken. Karte Rechtsklick. Jawohl. Was? Hospital? Da waren wir noch nicht. Da waren wir noch nicht. Ach ja, hier. Das ist ja widerlich. Unfassbar ist das. Oh, Angie. Was ist denn los? Dein feiner Chef? Versucht er immer, seine Kunden zu begrapschen? Nein, nur die Frauen. Das ist nicht witzig. Nein, natürlich nicht. Was soll ich sagen? Fuller ist ein Arsch. Mich bekommt er garantiert nicht wieder zu sehen. Darren, würdest du mir die Fotos ins Hotel bringen? Na klar, gern. Danke, wow. Darren. Das ist echt nett von dir. Ich wohne im Wild Coast, Zimmer 5. Kein Problem. Heute Nachmittag hast du sie. Danke. Mein Held. Also bis später. Oh, bis später. Mäuschen. Das ist doch der Typ, der mich angerammelt hat. Das ist der Typ aus dem Diner. Folgt der Angelina etwa? Hey, gleich hast du ihr den Arsch weggeklotzt. Egal, was die Schlampe dir erzählt hat, es ist alles erstunken und erlogen. Sicher. Abmarsch! Oh. Sehr freundlich, ne? Wie immer. Hast du das Paket? Lungen. Ja, mach schon, gib her! Wie ist das Fotoshooting gelaufen? Ach, halt die Klappe! Ich meine nur, die junge Dame... Das Flittchen ist weg, okay? Kein Abschiedsbussi für den kleinen Darren. Und jetzt an die Arbeit. Die Regale hier könnten mal abgestaubt werden. Und die Regenrinne ist undicht. Und du musst noch die Runde mit den Hunden von Mutter drehen. Geh noch mal zurück zur Poststelle und frag, ob schon neues Fotopapier angekommen ist. Der Postbote hat noch keinen Abholschein gebracht. Und der Laden könnte auch noch ausgefegt werden. Da hat jemand keine gute Laune. Angeknackstes Ego? Bravo, Angelina. Aber gut. Bevor ich mit dem ganzen Krempel anfange, rufe ich auf jeden Fall kurz bei Mom an und erinnere sie daran, dass sie die Bilder ins Krankenhaus bringen wollte. Und irgendwie muss ich an den Film kommen und Abzüge von Angelinas Bildern machen, ohne dass Fuller mich dabei erwischt. Hm. Da die Bilder Fullers drin? Kamera. Der Film mit Angelinas Fotos ist bestimmt noch drin. Aber ich habe keinen Schimmer, wie ich den Film aus der Kamera nehmen soll, ohne dass Fuller es bemerkt. Ich muss es wohl später versuchen. Okay, ich versuche es später. Aber, da du bloß denkst, musst du ja nicht flüstern. So, Dunkelkammer. Ah ja. Was können wir denn hier alles? Schrank. Ein alter, ziemlich abgegriffener Schrank. Wasser und alle möglichen anderen Flüssigkeiten sind auf seiner Tür entlang gelaufen und haben ihre Spuren hinterlassen. Okay. Richtungsapparat. Oh, hier hast du was zum Greifen. Eine kleine Flasche mit Fotofixierer. Da ist nicht mehr viel drin, aber es reicht noch für eine Anwendung, denke ich. Das werde ich doch bestimmt noch alles brauchen. Ich habe hier so viele... Irgendwas Fixierer, Essig, Fotoentwickler. Heieiei. Entwicklungsbehälter? In diesen Behälter wird ein nicht entwickelter Film gelegt. Dazu wird dann Entwicklerflüssigkeit gegeben und nach kurzer Zeit ist der Film entwickelt. Okay. Guckt, Leute, jetzt wisst ihr, wie ein Film entwickelt wird. Ihr könnt bei Champ immer wieder was lernen. Ein ganz normaler Mülleimer. Ich merke ihn mir, falls ich mal was wegschmeißen will. Genau, und das war jetzt ein ganz normaler Mülleimer. Okay, hier gibt's nichts weiter. Jetzt kommen noch Keller. Keller waren wir schon mal. Fuller. Gut, der kackt mir eh bloß an. Oh. Hustet mir noch ein bisschen der Stiefel. Das sind Fullers dreckige Schuhe für draußen. Hier drin trägt er andere dreckige Schuhe. Da, ein Teflon. Sie scheint gerade zu telefonieren. Was fällt dir ein, mein Telefon zu benutzen? Während der Arbeitszeit? Das werde ich dir alles von deinem... Ja, ja, schon klar. Ich wollte nur meine Mutter anrufen, aber es war besetzt. Der Anruf wird sie also nicht in den Ruin treiben.
Ja, den ganzen Tag nur am Telefonieren, das Weib, was? Hat vorhin auch schon angerufen, als ich die Kleine geknipst hab. Irgendein Gefasel von einem Adrian und einem Spiegel. Ach, ich hab aufgelegt. Ich hab Besseres zu tun, als mir solche Verrücktheiten anzuhören. Meine Mutter hat hier angerufen und unverständliches Zeug geredet? Wohl nicht mehr ganz fit im Kopf, das alte Fräulein, was? Wo willst du hin? Hey, du hast noch nicht Pause! Hat die Fresse, Fuller. Mom? Hä? Mom! Mom! Wo bin ich denn jetzt? Herzschlag überprüfen. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ihr Herz schlägt. Sie lebt. Sie lebt, das ist schon mal gut. Was kann ich hier machen? Telefon. Krankenwagen rufen ist immer gut. Richtig. Krankenwagen. Ja, richtig, richtig. Los, los, los. Hallo? Notruf? Ja, mein Name ist Darren Michaels. Ich habe gerade meine Mutter gefunden. Sie ist bewusstlos. 5 Minuten später. Bringt sie ins Krankenhaus, aber sehr vorsichtig. Ich komme gleich mit meinem Wagen hinterher. Ja. Wie sieht's aus? Schwierig zu sagen, Darren. Sie muss wohl gestolpert sein und hat nun eine schwere Kopfverletzung. Wie schlimm es genau ist, kann ich erst im Krankenhaus feststellen. Aber wie kann sie so ungünstig fallen, dass sie... Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Nimmt deine Mutter irgendwelche Medikamente? Ich weiß nicht. Sie hat immer eine Menge Schmerzmittel gehabt wegen ihres Rückens. Keine Ahnung. Such bitte alles zusammen, was nach Medikamenten aussieht, und bring sie mir ins Krankenhaus. Wie sieht es mit Allergien aus? Nicht, dass ich wüsste. Das reicht leider nicht. Könntest du die Nummer ihres Hausarztes rausbekommen? Vielleicht eine Krankengeschichte besorgen? Ja, ja. Werde ich suchen. Ich sehe sie im Krankenhaus. Sehr gut. Puh. Das ist... Ach ja, wir bräuchten den Versicherungsschein deiner Mutter. Auch das. Beeilen Sie sich bitte. Ach du Scheiße. Die Krankengeschichte und ein Versicherungsschein. Ich beeile mich lieber. Ja, da habe ich jetzt einiges zu sammeln. Haben wir hier was? Telefon. Ich hab die Nummer von Moms altem Hausarzt nicht. Um genau zu sein, fällt mir nicht mal sein Name ein. Dr. Wack, Mick, irgendwas. Wenn ich den Namen lese, fällt er mir bestimmt wieder ein. Dr. Wackmick, ja. Ist hier irgendwas zum Lesen? Nee, hier können wir gar nichts weitermachen. Wenn du ein Spiel Hilfe brauchst, kannst du dieses Optionsmenü aktivieren. Ja, ja. So, Schränkchen habe ich gerade gemacht. Vitrine. Was sagt die Vitrine? Gib mir was. In der Vitrine stehen Fotos von Mom und mir. Von meinem Vater sehe ich hier keine Bilder. Mom hat kaum welche von ihm. Ich vermute, die Erinnerung an seinen Tod ist zu schmerzhaft für sie. Na, hier sterben sie alle wie die Fliegen. Das ist schon nicht schön. Kopfhörer, Fernseher. Was steht da? Ich kann nicht genau lesen. Da war. Sieht aus, als hätte Mom einen Tee getrunken und gelesen, bevor sie gestürzt ist. Einen Tee getrunken und... Medikamentenspender. Das ist Moms Medikamentenspender. Für jeden Tag der Woche gibt es einfach. Sie hat sich immer darüber lustig gemacht, dass sie wegen ihres Rückens mehr Tabletten schlucken muss als ein ganzes Altersheim. Aber sie hat nie all das geschluckt, was ihr verschrieben wurde. Sie hat immer behauptet, sie hätte es nur vergessen. Irgendwann hat der alte Hausarzt meiner Mom ihr dann den Spender geschenkt. Ich fand es schon immer unsinnig, seine Medikamente nicht zu nehmen und sich lieber zu quälen. Ja, dann hau mal rein. Ist das jetzt... Genau. Haben wir das? Das dürften die meisten Medikamente sein. Aber ich weiß nicht, ob sie irgendwo noch mehr hat. Das sollte ich erst mal checken. Handtasche. Moms Handtasche. Darin müssten auch ihre Papiere sein. Guck mal rein da, bitte. Und suche für mich, kleine Fee. Bitte, die Versicherungskarte. Versicherungskarte. Boah, hier findet sich eins nach dem anderen an. Spüle? Was soll ich denn damit? Es gibt hier tatsächlich fließend Wasser. Hätte ich nicht mit gerechnet. Hallo, deine Mutter wohnt da.
Depp. In diesen Schränken bewahrt meine Mutter ihre Töpfe und Pfannen und so ein Zeug auf. Einige Töpfe, eine flache Schale, Teller, ein Tablett. Die Schale nehme ich mit. Die Schale nehme ich mit, klar ist. Aber genug Platz. Das stört so eine Schale in der Hosentasche überhaupt nicht. Genauso wenig wie die Eisenstange und der Henkel von einem Eimer. Und natürlich das 2 Meter lange Abschleppseil. Was haben wir noch? Leerer Teekessel. Ach, den stecken wir natürlich auch noch ein. Herd. Den hat Mom sich gegönnt. Zu Hause hatten wir so einen steinzeitlichen Holzofen, auf dem sie gekocht hat. Sie meinte immer, das erinnert sie an ihre Zeit als Köchin in England. Ja, schön. Badezimmer. Badezimmer. Was brauche ich jetzt noch? Moms Badezimmer. Wie alles hier, nichts Besonderes. Wir waren nicht arm, aber meine Mutter war immer bescheiden. Und so ist auch ihr neues Haus. Ja, dann geh doch einfach rein. Dankeschön. Badezimmerschrank und die Dusche. Heute Morgen habe ich hier noch geduscht. Mom hat ein riesiges Frühstück aufgefahren. Ihr zuliebe habe ich etwas davon gegessen. In der Uni esse ich normalerweise morgens nichts. Deswegen hast du auch hier was gegessen und nicht in der Uni. Achso, nee, du bist ja zurzeit im Job. Aha, einige Medikamente. Schachteln, Fläschchen, Röhrchen. Ich nehme alles mit. Genau, Handvoll. Super. Auch noch irgendwo in die Gesäßtasche. Hä? Hat das jetzt zweimal ich denke, damit habe ich alle. Was hast du gesagt? Ins Schlafzimmer, bitte. Nachttischlampe. Eine Nachttischlampe mit Papierschirm und Keramikfuß. Nacht ist Schlampe. Ich glaube, die Möbel hat sie noch aus ihrer Zeit in England. Ziemlich altmodisch, aber irgendwie auch stylisch. Ja, mach mal auf. Ach, Mensch, dass du denen immer alles zweimal sagen musst, bis der Junge mal... Taschentücher, ein Brillenetui, eine Kunstzeitschrift, einige Baldrian-Dragés. Nichts, was ich brauchen könnte. Brillenetui, Kunstzeitschrift, bla bla bla. Untere Schublade gibt's auch noch. Das Adressbuch meiner Mutter. Darin sollte ich die Nummer ihres Hausarztes finden. Oh, ist ja ganz super. Dann, ja. Mal sehen. Es lässt sich nicht öffnen. Ein Lederriemen führt von der Rückseite zur Vorderseite und dort in ein Schloss. Ich brauche einen Schlüssel. Ja, wie sollte es auch anders sein? Natürlich, wir brauchen einen Schlüssel. Gucken wir mal. Mama, Kriminale und Gruselgeschichten. Hauptsächlich alte Sachen. Edgar Allan Poe und so ein Zeug. Vielleicht hat das etwas mit ihrer Zeit in England zu tun. Sie hat häufig erzählt, dass sie in einem Schloss gearbeitet hat, das aus einem dieser Bücher entsprungen zu sein schien. Ein Schloss, ein Fenster. Sekretär, okay, der könnte mir doch was bringen. Der alte Sekretär meiner Mutter. Darin bewahrt sie ihre Briefe und Finanzunterlagen und solche Sachen auf. Darin will ich lieber nicht herumschnüffeln. Und wie willst du dann den Schlüssel finden? Die Lampe ist schön, funktioniert aber leider nicht. Woher weißt du das? Und ich brauche hierfür einen Schlüssel. Das in raues Leder eingeschlagene Adressbuch meiner Mutter. Sieht schon ziemlich abgenutzt aus. Es ist abgeschlossen. Ja, ich brauche den Schlüssel. Da geht er nicht ran. Topfpflanze? Eine Pflanze auf der Fensterbank. Keine Ahnung, was das für eine Gattung ist. Kann ich damit was machen? Einpacken, mitnehmen. Aha. Unter dem Blumentopf scheint etwas zu liegen. Ein kleiner Schlüssel, es geht doch! Mit diesem Schlüssel... Das ist ein kleiner Messingschlüssel. Genau, mit diesem ein Schlüssel... Ein kleiner, goldfarbener Schlüssel. Ja, doch jetzt mal den Sappel, ich bin dran. Mit diesem Schlüssel mache ich dieses verschlossene Buch auf. Damit ist das Adressbuch offen. Ja. Jetzt suchen wir mal die Nummer vom Arzt raus. Mal sehen, wie hieß dieser Arzt noch? Dr. Wakefield. Wakefield!
Und hier steht auch seine Nummer. Ich hoffe mal, er hat noch die alten Krankendaten meiner Mutter. Ja.